Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch Dogs Legion. Wir machen jetzt hier weiter mit der Mission Albion Insider. Und ja, wir sollen jetzt hier den Tower of London erkunden. So, wir müssen jetzt erstmal hier drüben irgendwie lang, ja. Ich sehe auch schon eine Möglichkeit, wie wir hier lang kommen können. So, einmal hier runter. Oh. Boah, gut. Mann, ich weiß nicht mal, ob wir da reingelangen könnten. Ich würde ja gern helfen, aber Nigel hat Lunte gerochen. Mit den ganzen CTOS-Kameras hat er mich ganz schnell gefunden. Für dich riskiere ich meinen hübschen Hals nicht. Wir brauchen für unseren Coup einen Albion Insider, der bereit ist, die Seite zu wechseln. Ich habe bei einer Kontaktperson angefragt, die in einem Pub in der Nähe arbeitet. Wo sonst findet man einen desillusionierten Antihelden, der sein Gewissen mit Alkohol betäubt, aber insgeheim auf Rehabilitierung sind? Ich habe unserem Kontakt gesagt, was wir suchen, und sie ist in der Nähe. Triff dich mit der Kontaktperson, alles klar. So, hier erstmal ein bisschen klettern. Oh, hi. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass hier oben ein Feind ist. So. Bleib liegen erstmal. Gut. So, wie kommen wir denn jetzt dort hinter zu der Zielperson? Wir sind jetzt hier oben auf diesen Mauern. Wir müssen hier hinten irgendwie rumrennen. Ja, hier laufen wir auch weiterhin lang, würde ich sagen. Dort hinten den einmal ablenken, so. Und dann jetzt ihn angreifen. Los. Komm her. Zack. Noch eine Wache weniger. Und wir nähern uns unserem Ziel. Boah, also das Gebiet, wo wir jetzt gerade sind, gefällt mir irgendwie sehr gut. Nur dieser Borg hier. Sieht schon ganz cool aus. So, wie kommen wir denn jetzt da drüber? Hep. Gut, so ging es doch eigentlich ganz einfach. Und hier ist unsere Kontaktperson. Oh. Ja, hi. Nein, verdrückt. Super. Schnell, wir müssen die zwei Wachen wegmachen. Schnell. Deaktivieren kurz. So, jetzt das Ding jetzt zerstören. Gut. Puh. Und jetzt einmal reden hier. Hey. Ihr habt wirklich ein Händchen dafür, euch Ziele auszusuchen. Ihr wisst schon, dass Albion da drin seine Zentrale hat, oder? Genau deswegen, ja. Nigel Cass plant irgendein großes Projekt, das das Leben aller zum Albtraum machen wird. Wir müssen herausfinden, was es ist, um zu wissen, wie wir es aufhalten können. Verdammter Nigel Cass, du hast recht, das kann nichts Gutes heißen. Zum Glück höre ich im Pub viele traurige Geschichten. Und hier sind ziemlich viele Albion-Typen unzufrieden mit der aktuellen Lage. Wenn du deinen Charme anknippst, kannst du sicher jemanden auf die Seite der Guten ziehen. Ich habe auch schon wen im Auge. Interessant. Ich brauche alle Informationen. Ich sag Bagley Bescheid. Viel Glück, Schätzchen. Wir wissen von einem Albion-Mitarbeiter, der vielleicht für uns empfänglich wäre. Also müssen wir uns jetzt bei ein paar Albion-Pissern einschleimen, oder wie sieht's? So, unser Ziel hängt ja vorne. Gut. Das sind Schläger mit Springerstiefeln, die regelmäßig Zivilisten ermorden. Wenn es so schwer sein sollte, einen desillusionierten Mitarbeiter aufzutreiben, ist die Menschheit wirklich arm dran. Es wäre auch sehr nützlich, einen Maulwurf zu haben. Wie lange das auch währen mag. Nigel erkennt Spione mit verbundenen Augen. Sprichst du da aus Erfahrung? Naja, da will ich gerade echt nicht drüber reden. Na super, wir brauchen jetzt einen von denen hier als Arbeiter für uns. Ob wir das schaffen? Ja, sollten wir schaffen. Okay. Los geht's. Dann holen wir uns mal einen Arbeiter. Du kennst mich nicht, aber ich habe gehört, dass wir gemeinsame Interessen haben. Bist du von DedSec? Denn ich könnte eure Hilfe brauchen. Wir können vielleicht helfen. Wo liegt das Problem? Mein Freund hat eine seltene Krankheit, aber beim aktuellen Zustand des NHS konnte er seit Monaten nicht behandelt werden. Wir wussten nicht weiter, bis dieser Clan Kelly-Arzt sagte, er könne helfen. Gegen Bezahlung.
Ich hatte keine andere Möglichkeit, also habe ich gezahlt. Ich höre. Dieses Schwein. Die Medikamente haben geholfen, aber ihn auch süchtig gemacht. Sobald mein Freund drauf war, hat der Arzt die Preise erhöht. Das ist mal wieder typisch, was? Okay, wir besorgen deinem Freund die Medikamente. Hab nur Geduld. Okay, also das Zeug holen. Für den Freund von ihr. Tja, dieser sogenannte Arzt ist ein echter Held. Letztes Jahr wurde ihm wegen Kunstfehlern die Zulassung entzogen und jetzt arbeitet er als Chirurg für den Mob. Mit Prinzipien hat er es nicht so. Klasse. Kannst du ihn aufspüren? Ich spüre buchstäblich jeden mit Leichtigkeit auf. Ich schicke dir jetzt seine Koordinaten. Gut, dann fahren wir jetzt zu dem hin. Komm einmal hier hoch. Ja, was Albion betrifft, ich will da unbedingt noch mehr Arbeiter haben, also mehr Figuren haben, nicht nur jetzt dann diese eine Person. Weil die halt so gut ausgerüstet sind, auch waffentechnisch gesehen. Und außerdem kann das nicht schaden. Vielleicht, ja, sagen wir mal, zwei Leute zu haben, die bei denen sind. Dann vielleicht irgendwie noch so eine Art Arzt hätte ich ja auch noch ganz gerne in unseren Reihen. Also es gibt schon ein bisschen was ich ganz gerne noch so hätte an Figuren. So, wir schauen gleich mal ganz kurz auf unsere Karte. Okay, nein, müssen wir glaube ich nicht. Unser Ziel ist gleich hier hinten links, wie es aussieht. Ja, ist es auch. Der Clan Kelly Arzt, den du suchst, ist in der Nähe. Er hat einen stark gesicherten Laptop dabei. Da finden wir sicher den Standort der Medikamentenlieferung. Na super, und das da eben war jetzt nicht so geplant. Moment. Oh, oh. Ne? Jawohl. Sehr gut. Und diese Person ist auf jeden Fall gepanzert gewesen. Oh, die anderen hier sind auch noch etwas spezieller. Sie ist eine sehr gut platzierte Albion-Informantin, in Fachkreisen auch Spitzel genannt. Und wenn ich eins über Londoner weiß, dann, dass sie es immer zu schätzen wissen, wenn eine Ratte ihre gerechte Strafe erhält. Gut gemacht. Danke. Komm schon schnell, wir müssen die hier fertig machen. Oh, sind ein wenig aufgeflogen, so wie es aussieht. Aber noch nicht ganz, von daher los. Einfach da ist weitermachen. Der Laptop. Hier vor müssen wir. Hey, und dort ist jemand, den ich ganz gerne hätte. Es lohnt nicht. Okay, Rekrut speichern. Schnell. So ein Ausschalten, wunderschöne Attacke. Und jetzt einmal hier ran. Komm schon. Laptop abgegriffen. Jawohl. Begib dich in Sicherheit, während ich die Daten analysiere. Okay, jetzt nur in Sicherheit begeben. Halt, hier drüben ist noch etwas, was ich haben möchte. So. Technikpunkte haben wir jetzt nochmal hier bekommen. Okay, die Scheibe kann man leider hier nicht zerstören, sonst wäre ich da jetzt rausgegangen. Gut. Ich habe das Moblager gefunden, wo die experimentellen Medikamente gelagert werden. Ich bin sicher, Mary Kelly hat nichts dagegen, wenn du ein paar mobst. Okay, jetzt müssen wir uns die Medikamente holen. Und dann hätten wir das hier auch geschafft. Moment, falsche Strecke. Wir müssen hier drüben lang. Wow, Hilfe. Nein, 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 nein. Ich will nicht runterstürzen, das wäre nicht so schön.
Auch wenn wir bis jetzt noch nie durch einen Sturz hier erledigt worden sind, komplett. Und meistens immer wieder aufgestanden sind. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Will ich halt einfach nicht hinfliegen. So, jetzt brauchen wir nur noch die Medikamente. Das sollte doch eigentlich nicht so schwer sein. Klar, Wachen werden dort sein, ja? Aber allzu schwierig erwarte ich das nun nicht. Moment mal, Karte kurz öffnen. Ja, wir müssen über eine Brücke drüber fahren. Zur Erinnerung, alle Bürger sind angehalten, jederzeit mit Albion-Mitarbeitern. Ich würde mir wünschen, dass das ein wenig besser anzeigt, manchmal auf der Karte. Jetzt muss ich halt erstmal wieder in die falsche Richtung mehr oder weniger fahren, weil ich halt erstmal die Brücke suchen muss, wo ich rüberfahre. Gut, die kommt dann jetzt gleich hier vorne. Da fahren wir dann rüber. Und danach müssen wir wieder nach Lur geben. So, hier mal vorsichtig lang. Oh, Hilfe. Ah, das hätte jetzt gerade auch sehr schnell hier schief gehen können. So, hier hinten ist dann jetzt das Ziel. Alles klar. Absteigen einmal. Und vorne ist das Tor von denen. Ich erfasse in der Nähe ein Fahrzeug mit Medikamenten für mindestens 2 Jahre. Das sollte mehr als genug sein, um den Freund unserer Kontaktperson zu entwöhnen. Super. Das ist das Fahrzeug mit den Medikamenten. Bitte zerstöre es nicht. Gut, also vorsichtig hier unten erstmal mehr oder weniger vorgehen. Ja, vorsichtig wird glaube ich nichts mehr. So, schnell. Irgendwo hier muss jemand sein. Oh. Das Fahrzeug muss am Ende noch als solches erkennbar sein. Hör auf, irgendwo dagegen zu fahren. Nein, 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 nein. Zurück, 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 zurück. Oh. Oh. Gut. Der Wagen ist in Sicherheit. Mehr oder weniger. Jetzt hier öffnen wir den, gibt's das hier. Komm schon, wir müssen hier ganz schnell jetzt weg. So, hier ran. Komm, Tor entsperren und danach jetzt schnell wegfahren hier. Ja, der Wagen ist auf jeden Fall nicht im allerbesten Zustand. So viel steht fest. Reifen. Hab das bitte Fahrzeug. Sie was jetzt? Ich habe einen sicheren Ort gefunden, wo unsere Freundin die Lieferung abholen kann. Ich schicke dir die Koordinaten. Gut. Ich hoffe mal, dass der Ablieferort jetzt nicht so weit weg ist. Denn der Wagen ist halt wirklich sehr hinüber. Und sehr auffällig, so wie er jetzt hier aussieht. Okay, 900 Meter. 1000. Jetzt haben wir immerhin hier eine schöne Spur, wo wir langfahren müssen. Dadurch weiß ich jetzt wenigstens, aha, dort fahre ich lang. Deswegen an diese Markierung hier halten wir uns jetzt auch, die hier unten ist. Wird die beste Möglichkeit, denke ich, hierfür jetzt sein. Okay. Der Ablieferort ist dann gleich dort drüben. Darf halt jetzt bloß nichts mehr hier passieren. Achtung, platter Reifen. Bitte führen Sie so schnell wie möglich eine Reparatur durch. Am besten wäre es natürlich, wenn wir den irgendwie reparieren könnten. Und hier sind überall Polizeilimousinen.
So, komm schon. Gleich da. Achtung, platter Reifen. Bitte führen Sie so schnell wie möglich eine Reparatur durch. Oh, oh. Super, jetzt haben wir noch mehr Probleme beim Fahren. Komm schon, wir sind doch gleich da. Nein! Komm schon hier rein. Schnell. Schnell zu dem Ziel. Es ist doch nicht mehr weit. Komm schon, nur noch ein Stück vor. Jawohl. Geschafft. Nein, wir müssen wieder ein Stück weiter nach hinten. Bitte führen Sie so schnell wie möglich eine Reparatur durch. Jawohl. Ich habe mich für dich drum gekümmert. Die Medikamente sind an einem sicheren Ort. Bagley schickt bald die Koordinaten. Gute Besserung für deinen kranken Freund. Ich schuld dir jetzt einen Gefallen. Detzek sucht nach Widerstandskämpfern. Und du scheinst den Widerstand in dir zu tragen. Wie wär's, wenn du ihn entfesselst? Gut, ich bin dabei. Jawohl. Sehr gut. Neuer Rekrut. Wir haben jemanden von Albion in unserem Reihen. Sagen wir Bescheid, dass es soweit ist. Wechsel zu einer Albion-Wache. Alles klar. Jetzt muss ich jetzt die Figur wieder wechseln. So. So, hier ist sie. Ah, hier, Wechsel vornehmen, alles klar. Und sie hat auf jeden Fall eine Art MG, ja? Und dann noch so eine nicht tödliche Pistole wieder. Und so können wir dann auf jeden Fall vorgehen. Ja, und ich glaube, sie wird mir gut gefallen, vor allem in Gefechten. Davon gehe ich schon mal aus. Aber nun gut, werden wir dann sehen. Das werden wir dann gleich sehen. Jetzt müssen wir aber eh erstmal halt hier was anderes machen. Zäh, mutig, dämlich. Zwei davon reichen aus, dich uns anzuschließen. Manche hier sind alles davon. Ja, ich bin bereit zu helfen, so gut ich kann. Sehr gut. Nigel Kess Treffen beginnt gleich. Nähere dich dem Tower auf London, wenn du bereit bist. Gut, wir sind jetzt hier. Jetzt müssen wir nur noch hier rein und diesen Ort infiltrieren. Wir fahren einfach mal hier hoch und danach laufen wir ganz normal hier oben entlang. Wie die es auch tun, die anderen hier. So. Halt, hier müssen wir noch hochsteigen. Hep. So. Okay, nehme meine normale Arbeit wieder auf. So. Ganz normal jetzt hier lang gehen. Aber wir müssen hier hinten rein. Wie machen wir das am besten? Wo gehen wir am besten lang? Da müssen wir jetzt mal schauen. Uniformierter Zugang. Okay, was haben wir denn hier? Das ist hier oben, ja, das haben wir schon aktiviert. Sieht super aus. Deine Ex-Kollegen werden dich nicht bemerken, wenn du sie nicht so genau hinschauen lässt. Oh, oh. Oh oh, Hilfe. Das ist gerade schon nicht so einfach hier. Mit dem ohne entdeckt werden hier lang zu kommen. Okay, der eine, der jetzt hier kommt, da schauen wir gleich zur Seite, denke ich mal, oder? Okay, da steht hier erstmal nur da. Wir können an ihm vorbei. Gut. Hallo, ich hab doch nichts gemacht. Ich bin jetzt da.
Ich hab doch nichts gemacht. Irgendwas habe ich aber falsch gemacht. Komm schon. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass es jetzt nicht fehlschlagen tut. Einmal hier hoch. Und geht's hier rein, schnell. Lasst sie nicht entkommen. So, wir sind drin. Jetzt müssen wir hier hinten irgendwie entlang. So, Wand erstmal ansehen. Hier durch. Ich kann es kaum erwarten. Es wird unsere Arbeit so viel einfacher machen und sicherer. Ja. Meinst du nicht, dass es gewisse Aspekte unserer Arbeit überflüssig machen wird? Auf keinen Fall. Direktor Cass kümmert sich um seine Leute. Das weißt du. Stimmt wohl. So, wo ist denn jetzt hier die Treppe nach oben? Ich denke mal dort hinten rechts. Links ist zwar auch eine, aber ich hoffe mal. Oh, okay, wir müssen die hier nehmen. Schnell, das muss gut gehen. So, wir sind eine Etage weiter oben. Einmal hier vorsichtig nach vorne. Hoffentlich nicht. Terroristen, die sich als Moralapostel aufspielen. Für diese Tür braucht man offensichtlich einen Sicherheitsausweis. Na, das ist doch großartig. Nutz einen der Computer in der Nähe für deine Fälschung. Sei vorsichtig. Du willst nicht wissen, was Nigel mit Eindringlingen macht. Warst du mal da draußen? Fälsche einen Sicherheitspass, alles klar. Verstehst du? Ja, ich verstehe schon. Oh, nein. Dass sich der Ordnung wieder setzt, was? Ja, aber ich habe mich darum schon vor langem gekümmert. Du meinst, der Zeck. Ich habe Gerede auf der Straße gehört, dass sie wieder aktiv sind. Aber ich gebe nicht so viel darauf. Ich weiß nicht. Es rumort da draußen. Es gibt Zeichen, dass sie zurück sein könnten. Also wenn sie da draußen sind und was am Laufen haben, wette ich, dass Director Cass einen Plan für sie hat. Komm schon, schnell. Es wird etwas dauern, bis die Fälschung fertig ist. Zur Beschäftigung habe ich hier ein paar Bilder und eine Aufnahme aus der internen Untersuchung zum Tod von Cass Senior. Zeig her. Internes psychologisches Gutachten. AS-001. Cass, Nigel. Mr. Cass hatte ein traumatisierendes Erlebnis, als er den Mord an seinem Vater Gareth Cass, CEO von Albion, mit ansehen musste. Schon bald nach dem, was er Ereignis nannte, entwickelte er entsprechende Symptome. Mr. Cass litt anfangs unter Schlaflosigkeit, Paranoia, Schuldgefühlen und Albträumen. Mit der Zeit konnte er seinen Zorn und die von ihm beschriebene Kraftlosigkeit in seine Arbeit kanalisieren, um Albion zu einem, Zitat, Mechanismus zur Früherkennung unberechenbarer Gewaltakte zu transformieren. Es ist eine Art Manie an der Schwelle zur Psychose. Ich habe Bedenken, ob Mr. Cass in der Lage ist, ein multinationales Sicherheitsunternehmen zu leiten. Doch ich kann zu diesem Zeitpunkt keine weitere Empfehlung treffen, als die, ihn weiter zu beobachten. Vor allem, da ich aufgefordert wurde, seinen Fall zu schließen. Super. Jemand mit einer Menge emotionaler Altlasten ist für unsere Sicherheit zuständig. Einfach super. Tja, Nigel stand eigentlich nie jemandem nah, außer seinem Dad. Und mir vielleicht. Er hat den Menschen nie wirklich vertraut. Also, der Pass ist bereit, aber mehr schlecht als recht. Wenn diese Widerstandsgeschichte nicht funktioniert, solltest du dein Geld nicht mit Dokumentenfälschung verdienen. Probieren wir es trotzdem. Nigel Cass wartet. Alles klar, dann jetzt dort hinter. Oh, ja, nicht auffliegen. So, gut. Soweit, so gut. Hier einmal interagieren. Leicht angespannt. Ehrlich gesagt, wie sieht's mit den Messgrößen aus? Spionage Nigel Cass aus. Okay. Jetzt nach oben die Treppe hier. Verzögert sich das Projekt bis
Bis wer weiß wie lange. Willkommen bei Projekt Themis. Unsere neuen autonomen Drohnen. Diese Drohnen identifizieren, isolieren und terminieren Bedrohungen, bevor sie Schaden anrichten. Sie können überall hin. Sehen alles. Sie töten ein Ziel allein in einer Gasse oder in Menschenmassen mit perfekter Präzision. Themis-Drohnen können tun, womit Menschen immer Probleme hatten. Handeln. Unverzüglich und entschlossen. Ohne Ihre Unterstützung könnte ich nicht hier stehen und Ihnen sagen, nein, Ihnen versprechen, dass mit dem Start von Projekt Themis London die erste Stadt der Welt sein wird, die wirklich sicher ist. Mr. Cass, ich hatte gehofft, Sie hätten uns hergeholt, um über die moralische Seite zu reden. Nein, schon okay. Der Commissioner macht sich Gedanken, so wie wir alle. Ich schätze seine Leidenschaft und Hingabe. Reden wir darüber. Nun, zum einen, Themis geht weit über Albions Mandat hinaus. Wir sollten die Regierung wirklich stärker einbeziehen. Verstehe. Start verschieben, um über die Details zu reden und sie einzuordnen. Die menschliche Seite wird außer Acht gelassen. Ich kann den Verteidigungsminister anrufen. Jetzt sofort. Wenn Sie drauf bestehen. Die menschliche Seite hat uns erst in diese Situation gebracht. Jetzt wird nicht mehr geredet, gezögert oder gerätselt. Bitte verstehen Sie. Ich lasse nicht zu, dass jemand, mich eingeschlossen, Themis sabotiert. Also, werden unsere Freunde bei Tidus bereit sein? Sie sind schließlich ein Stützpfeiler dieses Projekts. Müssen Sie noch irgendwelche Dritte konsultieren? Nein. Wir werden bereit sein. Und gerade zur rechten Zeit. Kriminelle beherrschen unsere Straßen. Illegale bedrohen unsere Familien. Und der Polizeikommissioner selbst wurde von Terroristen ermordet. Entschlossenheit ist schwer, aber das Beste ist, sobald die Entscheidung getroffen ist, muss keiner von Ihnen mehr etwas tun. Aufgrund eines Datendiebstahls wurde eine gebäudeweite Razzia angeordnet. Okay, wir müssen jetzt nur noch entkommen. Ich hatte dich wegen der Fälschung gewarnt. Deine Uniform wird helfen. Sie dürfen dich nur nicht zu genau ansehen. Bagley, ich brauche einen Ausgang. Schnell! Die Katakomben. Na super. Wie kommen wir denn jetzt schnell zu den Katakomben? Oh. Wir müssen den einen hier ganz schnell ausschalten. So. Sorry, aber du hast ganz einfach meine Geht's hier nach unten? Nein, hier geht's nicht nach unten. Na super, wir müssen hier irgendwie entkommen. Das ist alles dicht, oder? Nein, hier geht's durch. Oh, oh. Na super. Du kommst mir nicht bekannt vor. Oh, oh, die entdecken uns. Das ist heftig. So, eine Etage weiter unten sind wir schon mal. Hey, und der dort hinten wäre ein echt guter Rekrut für uns. Der hier. Mit Gasimmunität und so. Da hinten geht es dann runter. Dort ist unser Ziel. Okay, wir müssen uns weiter beeilen. Lass uns hier drüber steigen. Hep. Jawohl, die Katakomben sind hier. So, jetzt müssen wir hier ganz schnell abhauen. Gut, komm, schnell durch. Und Kiste noch schön davor, jawohl. Oh, die hängen hinter uns. Jetzt hast du Nigel in Aktion gesehen. Der Mann kann sehr überzeugend sein.
Er weiß, sich durchzusetzen. Und er will dieses Themis-Projekt schnellstens starten. Das ist eher keine gute Nachricht für London. Oh, ich ahne schon, das Projekt wird 100% ihm gelingen. Scheiße. Und wir müssen dann gegen diese Drohnen kämpfen. Ich ahne das jetzt schon. Und irgendwie haben wir uns hier unten ein wenig verlaufen, würde ich mal sagen. In den Katakomben. Na super, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Ich finde keinen Ausweg. Wir können auch gerade unser Handy leider gar nicht nutzen hier. Und die Katakomben sind noch mehr oder weniger eine Art kleines Labyrinth. So, wir rennen einfach mal hier lang. Okay, von hier kamen wir. Dann sind wir hier runter. Wenn wir hier hinten links lang rennen, wo kommen wir denn dann hin? Was zur Hölle? Und ich ahne, die kommen hier rein. Kann ich hier was machen? Irgendwas. Ja, aber das hat jetzt nicht viel gebracht. Na super. Hier einmal hochklettern. Komm schon. Da geht's aber auch nicht lang. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie rein. Kann das sein? Ich glaube ja. Scheiße. Okay, mit dem Ding hier einmal interagieren. Das gefällt mir nicht. So gar nicht. Sollte ich jetzt noch weiter runterspringen? Ist das so gut? Okay, muss ich anscheinend. Wow. Na super, wir sind noch tiefer in den Katakomben jetzt drin. Oh oh. Was ist denn hier unten in den Katakomben? Wir müssen tauchen, wie es aussieht. Gut, wir sind jetzt einfach wieder draußen. Wir haben es geschafft, wir sind entkommen. Albions streng geheimes Projekt ist eine automatisierte Killermaschine. Und anscheinend ist Cass so gut wie fertig. Wir müssen ihm Themis aus den Händen nehmen. Ich bereite das Briefing vor. Bist du dabei, Hamish? Ich riskiere mein hübsches Gesicht nicht, schon vergessen? Aber schaltet mich dazu. Bagley, du und ich müssen noch Pläne schmieden. Alles klar. Das heißt, wir müssen uns erstmal alle wieder zusammen treffen. Gut, dann würde ich jetzt aber auch erstmal sagen, Leute, wir machen dann jetzt hier Schluss an der Stelle mit dem Video. Lasst gerne eine Bewertung da, schreibt gerne einen Kommentar und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.